Hi, in diesem Video geht es mal um eine wirklich kleine Drohne hier, die aber doch recht witzig ist. Ich habe sie schon ausgepackt, ich packe sie jetzt nochmal mit euch aus. Die Drohne hat hier eine Fernbedienung mit 2,4 GHz, kann diese typischen Überschläge machen, ist LED beleuchtet, hat ein 6-Achsen-Gyroskop, Headless Mode, Return to Home ist ein Witz und zwei Geschwindigkeiten, die ihr einstellen könnt. Sorry, ich bin immer noch massiv erkältet hier, voll die Mega-Grippe, wenn ich hier rumhuste und die Stimme so komisch ist. Return to Home, deswegen wird sie halt, die ist anscheinend hier, die Return to Home-Funktion ist auf China eingestellt, wurde sie auch hergestellt. Also egal, wann ihr drückt, halt, die Drohne fliegt nach China zurück, aber auf keinen Fall da, wo ihr seid. Dahin fliegt sie nämlich definitiv nicht. Hier steht nur drauf 14 plus. Finde ich bei der Drohne jetzt hier ein bisschen unnötig. Die hat hier diese fest eingebauten Propellerschutzflächen, halt, da kann nicht viel passieren. Selbst wenn die einen zu Sicht fliegt, halt, dürfte es relativ glimpflich vonstatten gehen. Da ist 14 plus ein bisschen übertrieben. Ich würde aber jetzt auch nicht allzu weit runter gehen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der 8 ist, halt, das Ding hier wirklich nicht handeln kann. Denn ganz so leicht ist es nicht. Aber das werde ich euch gleich zeigen nochmal. Gut, packen wir die mal aus. Die Drohne hier kriegt man für unter 14 Euro. Ich habe noch mal einen extra Akku bestellt. Macht mehr Sinn, denn die Flugzeiten sind doch recht begrenzt. Die fliegt so um die 5 Minuten. Da ist ein zweiter Akku. Der ist jetzt hier einfach im Karton mit reingeschmissen worden. Die haben 150 mAh. Da ist ein zweiter Akku schon sehr sinnig hier. Hier ist das Ladeteil dafür. Steckt man so einfach in das Ladeteil ein, kann man nicht verkehrt rumstecken. Das hier in einem USB-Netzteil, dürfen die meisten Leute eigentlich genügend von rumfliegen haben und kann da laden. Hier ist eine Lampe eingebaut, die geht an, sobald der Akku voll ist. Also nicht umgekehrt, sobald der Akku voll ist, leuchtet die hier rot und dann könnt ihr das abziehen und könnt ohne wieder düsen. Ladezeiten sind bei einem nicht ganz entladenen Akku und nicht ganz entladen heißt, wenn die Drohne anfängt zu blinken, ist das ein Hinweis. Akku eigentlich schon leer. Ihr könnt aber noch ein paar Runden drehen ohne Probleme halt. Aber wenn der jetzt gerade anfängt zu blinken hier, die Drohne, wenn er dann zurückfliegt, landet, nimmt den Akku, packt den hier rein, dann seid ihr bei Ladezeiten von ungefähr 25 Minuten. Wenn ihr das Ganze hier komplett leer fliegt, dann kann das Ganze ja auch etwas länger dauern. Falls ihr den wirklich komplett leer fliegen solltet, den Akku, würde ich nicht allzu häufig machen. Die Akkus gehen dann doch recht schnell kaputt hier. Falls das doch mal passieren sollte hier, dann sind die Akkus in der Regel danach warm. Ich würde sie also erstmal abkühlen lassen und dann erst wieder laden, sonst beschädigt ihr den Akku auch. Kostet nicht allzu viel, aber muss ja nicht passieren. Die müssen ja nicht dauernd kaputt gehen, die Akkus hier. Gut. Unter dem Paket hier habt ihr noch den Zettelkram ein bisschen. Da könnt ihr euch einen Flugsimulator runterladen. Ihr habt also keine FPV-Drohne, ihr seht auf dem Display aus Handy überhaupt nichts. Aber hier ist wohl anscheinend so ein Flugsimulator. Damit kann man erstmal üben auf dem Smartphone, so wie es ausschaut. Brauche ich jetzt nicht wirklich. AM Master Shooter, keine Ahnung. Brauche ich nicht wirklich, kann weg. Was gut ist, aber wahrscheinlich, wenn die Drohne hier nie wirklich zum Einsatz kommen wird, sind vier extra Propeller. Da die Drohne aber geschützt ist, werden die wahrscheinlich so schnell nicht kaputt gehen. Dann hier die Anleitung an sich. Ja, so ein Faltzettel etwas. Hier sind die Bewegungen, die nötig sind, um das Ganze zu nutzen. Hier noch mehr erklärt, wie damit fliegt. Das zeige ich euch aber gleich. Ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Pappzettel. Der hat hier jetzt nicht so wahnsinnig viel Relevanz. Nochmal, wie er die Batterien einbringt halt, und die Akkus, wie er den reinsteckt, den Akku, kann ich euch aber gleich auch im Video besser zeigen. Und mach das mal wieder weg hier. Gut, dann habt ihr hier zwei Ebenen. Die unterste Ebene ist einmal hier die Fernbedienung. Die ist rechts links gefedert, rauf runter nicht, weil das Ganze hier hat kein Altitude Hold. Ihr müsst sie also selber halten, hier mit halt. Das hört sich erstmal leichter an, als es ist. Am Anfang war ich auch recht verwirrt. Mittlerweile geht es halbwegs. Ich kann mir vorstellen, wenn man absoluter also komplett Anfänger ist, dann braucht man schon einige Tage, um das Ding hier gescheit zu fliegen. Ansonsten fliegt man maximal damit immer irgendwelchen Leuten ins Gesicht.
Tut ja auch weh. Muss ja nicht sein. Hier ist natürlich der andere Stick in beiden Richtungen gefedert. Hier hat er nochmal Trim-Buttons. Hier könnt ihr umschalten mit diesem Knopf hier in Headless-Mode. Der Headless-Mode ist, ich würde Einsteigern davon ehrlich gesagt abraten, ihr lernt dadurch nicht gescheit fliegen. Das ist dann der Dummkopf-Mode, würde ich mal eher sagen. Halt. Damit werdet ihr eine spätere Drohne, die diesen Modus vielleicht nicht unterstützt hier, oder die vielleicht mal für Racing gedacht ist, werdet ihr dann nicht gescheit gesteuert kriegen, wenn ihr euch da dran gewöhnt habt. Nutzt ihn am besten nicht, diesen Modus hier. Oben nochmal Geschwindigkeiten, hier zwei, einmal drücken und einmal piepen, heißt einfache Geschwindigkeit, zweimal nochmal drücken, zweimal piepen, heißt hohe Geschwindigkeit. Hier habt ihr die Flip-Button-Funktion, draufdrücken, ganz schnell in irgendeine Richtung ziehen und die macht dann einen Überschlag in dieser Richtung. Und ja gut, das war es im Prinzip auch schon, schöne Joystick hier, reingehen hier zwei AA-Batterien, Standard, ich habe jetzt zwei Akkus reingepackt, macht überhaupt kein Problem. Und gut, kommen wir mal zur Drohne an sich, die ist dann in der zweiten Ebene, in der obersten Ebene nochmal hier in diesem Plastik drin. Ich hole ihn mal raus und packe das Ganze mal wieder weg, weil ich brauche das jetzt eh nicht mehr. Die Drohne ist natürlich erstmal relativ schnucklig und klein hier, wenn ich sie vergleiche hier zur Bugs zum Beispiel. Dann kann ich die damit verstecken ohne Problem. Ziemlich klein und unscheinbar. Hat aber den Vorteil, der Preis ist wirklich auch ein Witz halt, auch super klein. Der Preis liegt hier bei 14 Euro ungefähr, wie gesagt. Das ist schon bei mir mit dem Zusatzakku dabei. Was nicht gedacht habe übrigens halt, ja, ich habe einen Zusatzakku hier bestellt halt, aber kein zweites Ladekabel. Jetzt muss ich mal einladen, den zweiten laden. Gut, macht nicht so viel Spaß. Guckt, dass ihr noch einen Zusatzladekabel bekommt dafür halt, dann könnt ihr nämlich zwei Akkus parallel laden oder holt euch vielleicht drei Akkus, holt euch drei Kabel. Und es gibt auch diese Ladeboxen, da sind dann solche kleinen Plastikkistchen, da sind dann mehrere Stecker halt auch von der Seite drin und dann geht dann eins raus halt zu einem USB-Stecker. Da könnt ihr mit mehreren Akkus gleichzeitig laden. Das macht am meisten Sinn, habe ich gesehen, mit fünf Akkus schon und dieser Ladebox und ein Käfigchen dabei für unter 9 Euro. Müsst ihr ein bisschen suchen halt, das macht vielleicht am meisten Sinn. Allerdings, ich glaube, mit drei Akkus kommt ja auch ganz gut klar erstmal. Oder zwei. Ich habe mir noch einen dritten bestellt. Hier mit drei Akkus dürfte das ganz gut laufen. Die kosten halt nichts. Das ist hier Killfit. Was auch ganz gut ist, ihr kriegt hier wirklich jedes Ersatzteil. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig ist bei einer Drohne für 14 Euro. Aber ihr könnt so ziemlich alles für das Ding als Ersatzteil kriegen. Hier vom Propeller. Die werden wohl niemals kaputt gehen, weil hier wirklich eingekapselt sind. Bis an oben andere Clips hier. Die kann man abmachen. Ihr könnt dann hier ein anderes Bildchen drauf machen. Ihr kriegt hier die Motoren einzeln nachzukaufen. Die Platine könnt ihr einzeln nachkaufen. Ob es sinnvoll ist, na gut, wenn wirklich jetzt mal das Gehäuse hier kaputt gehen sollte, kriegt man das Gehäuse hier, also diese Halterung, wo die Platine und die Propeller und die Motoren angebracht sind, die kriegt man für 1,29 Euro. Man könnte sich also, wenn das Gehäuse mal kaputt geht, einfach ein neues Gehäuse holen hier für 1,29 Euro, kann wieder fliegen. Naja. Aber ich glaube, auch das wird nicht so schnell kaputt gehen, das Gehäuse. Ist jetzt richtig rum hier oder verkehrt? Muss ich mal nachsehen. Okay, ich glaube, das geht so auf. Ich habe die ja schon ausgepackt gehabt, die Drohne hier. Das ist jetzt also nicht jetzt wirklich ein komplettes Unboxing, halt First Try oder sowas halt. Die habe ich schon ausgebaut gehabt und ich habe sie beim ersten Mal fliegen, weil es ist wirklich nicht so leicht, glaubst mir. Ich habe sie sowas von oft gegen Wände, Decken, Boden halt klatschen lassen halt. Jede andere Drohne wäre schon in 1000 Stücken zersprungen halt. Hier ist noch lieber als Kratzer zu sehen, ehrlich gesagt, hier ist gar nichts, ich finde hier nichts. Ein paar Fingerabdrücke, war doch, hier ist ein kleines Kletterchen, weil ich immer gegen die Decke geklatscht bin. Ne, Höhenruder hochziehen, wenn das mal wieder zu schnell runtergefallen ist, habe ich schreckweise nach oben gezogen. Das Ding ist gegen die Decke geklatscht, naja, hat ja nicht viel ausgemacht. Die ist also relativ hart im Leben, die Drohne hier, fand ich schon interessant. Akku wird einfach hier unten reingestopft, ne, das ist dieser kleine Akku hier, der hat hier so ein Fach. Müsst ihr darauf achten, den kriegt, wenn er die in die Wand semmelt, dann rutscht der Akku schon mal nach vorne. Dann kriegt die Drohne Übergewicht halt und fliegt dann in eine Richtung. Wenn das passiert, einfach mal hingehen und landen das Ding hier und den Akku wieder zurechtrücken halt. Passiert aber nur, wenn er wirklich einen harten Aufschlag hat. Sonst löst sich der Akku ja nicht, der klemmt ganz gut drin. Dann hier
die Möglichkeit, die Drohne mit Strom zu versorgen. Ihr müsst diesen Stecker hier reinstecken, die hat unten so ein, auf einer Seite so ein Nupsi und hier ist auch so ein Spalt bei dem Stecker, der an der Drohne ist. Ihr könnt den also auch nicht verkehrt reinsetzen, steckt den hier rein. Und das war's auch schon. Jetzt blinkt die Drohne hier ganz wild, als wenn sie sich jetzt auf ihren Partner, nämlich die Fernbedienung, freuen würde. Ich mache jetzt mal die Fernbedienung hier an. Und zum Pairen einmal rauf und einmal runter. Dann hört die Drohne auf zu blinken. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Bei der Beleuchtung jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Und dann sind die auch gepairt. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Ihr seht, da kann nicht viel passieren. Ich habe sie jetzt gerade ein bisschen dumm gesteuert. Okay. Na gut, ich kann jetzt hier nicht gerade großartig fliegen. Ich gehe jetzt aus der Kamera raus. Muss das Ganze gleich mal aufnehmen im Wohnzimmer. Das machen wir jetzt am besten auch mal. Dann könnt ihr sehen, wie die fliegt. Ist nicht ganz so schwierig. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal und zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze fliegt hier im Video. Ciao. Gut, die Drohne ist jetzt gepairt mit der Fernbedienung, also einfach die rauf und runter. Ihr müsst dazu jedes Mal, wenn ihr den Akku wechselt, auch die Fernbedienung ausschalten, einschalten, wenn ihr den Akku reingesteckt habt, wieder in die Drohne. Rauf und runter, dann seid ihr gepairt. Nach links unten nochmal ziehen zum Kalibrieren der Drohne und dann könnt ihr abheben. Wenn ich mal wirklich crashen sollte, immer wieder unten nach rechts, unten links ziehen, halt den rechten Joystick zum Kalibrieren, könnte wieder hochgehen.